Michael, ja, anders war ich schon immer, das ist ja ein Problem. Meine Mama auch immer gesagt zu mir. Ich wundere, ich muss eben mein Kaffeezeug hier raustüdeln. Das Problem ist einfach, weißt du, ich kann mich ja so in Marco reinvollziehen, okay? Und dann Marco so reindenken so. Er zum Beispiel hat die Autos ja damals für seinen Kanal geholt. Und er hat damit seine Videos gedreht, aber hat sie natürlich nicht ganz fertig gemacht. Er hat die ja für seine Videos benutzt und dann weitergeschoben und fertig. Er hat ja nicht die Intention gehabt, damit zu fahren. Er hat andere, größere, bessere Autos, ne? Und dann kommt so ein scheiß dahergelaufener Kack aus Friese daher, tüdelt mit seinem Kumpel Michi was aus und hier macht jetzt YouTube-Videos von den Autos und zeigt halt unterbewusst, auch nicht extra oder irgendwie beleidigend oder böse, halt die schlechten Sachen an den Autos, die er halt nicht gezeigt hat. Weißt du? Und weil das für ihn ja dann eigentlich, wenn ich jetzt das Video, jetzt das Auto schlecht machen würde, wäre es ja über 30 Ecken geschäftsschädigend für ihn. Das will ich ja gar nicht. Das ist ja nicht der Sinn. Ich sag mal, wenn das jetzt zwei Autos gewesen wären, die er hatte, die mich gar nicht interessiert hätten, die mich hier gekriegt hat von ihm. Ne, das ist das Thema so, ne? Die null interessiert hätten. Weißt du, das mich hätte ich die auch nie geholt. Weißt du, so vom Ding her. Aber ich finde halt diese Turbogeschichten ganz witzig. Ich habe ja 100.000 Autos, aber keine Turbos. Und das sind halt die coolen Turbos halt. Schnellen Turbos. Und den Renault 21, das habe ich eigentlich nur wegen der Folierung, weil ich die geil finde. Und der Motor ist halt cool. Ne? Deswegen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist halt so ein bisschen meine Sorge. Aber dafür sind wir ja alle YouTuber. Und reden. Mach mal keinen Kopf. Ja, ich weiß das. Ne? Ich habe auch nie was gesagt in der Hinsicht. Ich habe höchstens mal, wenn mir irgendwas aufgefallen ist an dem Auto, was negativ ist, habe ich geguckt, okay, hat Marco das eben im Video genannt? Nee. Okay, gut. Oder haben wir irgendwas da? Oder das war vielen auch nicht wichtig zu dem Zeitpunkt. Ne? Genau. Roland, Alter, ich danke dir für den zweiten Teil. Rente in den Rhein, Alter. Ja, mich hätte die Dinger gekauft und ich letztendlich habe mit denen gedealt und das sind die Dinger halt hier. Das ist über 30 Jahre alt, die Dinger. Beide, guck mal, der eine, der ist von 83, der Peugeot, der hinten steht, und der hier ist von 88, willst du erwarten. Und vor allem, ich habe auch die hier nicht gerade geschont. Das Auto habe ich vor allem nicht geschont. Null. Das war auch in Videos, da sehen wir, die hat richtig hart gelesen, richtig hart gelebt. Das Handy ist halt nicht mehr das Beste, Mann. Ich muss es echt mal austauschen, aber das sage ich schon seit einem Jahr oder so. Oh Mann, Powerbank. Achtung, stoppt einmal kurz. Ah, nee, Handy ist voll. Die Powerbank gut gemacht. Ich denke, jeder findet das geil, dass du die Eier hattest, die Kratzen zu knallen. Ja, okay. Ja, das Auto ist aber YouTube-technisch kein gutes Auto. Also, da hätte ich, glaube ich, eher ein Polo machen sollen oder so. Weil in Deutschland kommen natürlich solche Lückenautos nicht so mega an, weil es ist nicht so interessant für alle. Aber ich fand die Autos halt irgendwie. Ich mache halt nicht unbedingt Autos, die jetzt der Allgemeinheit gefahren. Ich mache halt nicht Autos, die ich irgendwie cool finde. Und das Ding finde ich irgendwie cool. Und eine witzige Historie halt. Ja, das war jetzt halt wirklich mal so ein Halle 7 oder Ex-Halle 77 Auto, was 21 Jahre lang abgemeldet war. Also total mit eingebauter Gurke so. Auf dem Prüfstand mit Vollgas nach Kroatien. Um mal zu zeigen, dass wir so auch können. Und mit einem alten Auto mal irgendwo hinfahren kann, nicht immer mit neuen Plastikgurken. Das geht auch anders. Das geht auch. Also ich fand den Wagen auch sehr bequem, muss ich sagen. Einzig das Fahrwerk ist eine Zumutung. Ist echt eine Zumutung. Das ist halt so mega hart, die Bude, ne? Deswegen. Hab ich gesehen, Redwein, da war ich gerade in Zadar. Aber die Hälfte von den Leuten in der Facebook-Gruppe konnten nichts mit mir anfangen, ne? Ja, wem gehört denn die Karre? Ganz viele, die kennen so Kommentare von uns so. Ja, das ist doch Max. Ja, wer ist denn Max? Deswegen, ich glaube, 21 oder 19, ich glaube, 21 Jahre wird er abgemeldet. Dieser hier. 2003, glaube ich. Ja, 2003. Und jetzt ist er historisches Kulturgut. Aber guck mal, die Folierung war gut. Haben die echt gut gemacht. Ist euch was aufgefallen bei dem Auto? Ich habe was von der Folie abmachen müssen. Welche Folie fehlt? Hier ist der ganze Wagen ist alt gedübelt und da fehlt was an der Folie von dem Auto. Da fehlt was.
Alter, ihr seid gut. Alter, ihr seid echt, heute seid ihr echt hart dabei, ne? Ja. Hier, der Scheibenaufkleber ist weg. Der klebt so ungefähr ab hier. Und die Kleberreste noch. Der ist mal auf der Autobahn weggeflogen. Echt jetzt? Auf der Autobahn ist er weggeflogen. Der Scheibenaufkleber oben. Das war in hier. Das war auf der Autobahn in der Alpen. Echt jetzt? Also die Alpen lang getüdelt und hier mitten im Regen und dann plötzlich das Wutschel. Was hat das Geräusch? Was hat das denn hier so komisch? Da war die halbe Linksen abgerissen. Jetzt war es heute nicht gefahren. Das war tatsächlich noch in der hier. Das war in den Alpen. Da bin ich 110 gefahren, 120 vielleicht. So ungefähr, so bin ich gefahren. Naja, auf jeden Fall. Und direkt danach ist mein Scheibenwischer abgeflogen. Also hat sich hier der ganze Arm hier unten, direkt danach nicht, 500 Kilometer danach, also schon kurz vor der Heimat, ist mir der ganze Mechanismus von Scheibenwischerarm auseinandergeflogen. Und da hängt der Scheibenwischerarm irgendwo hier. Der hing hier und der Beifahrerscheibenwischer ging dann noch. So einen Scheiß habe ich damit gehabt. Das ist ein totaler Tüdelkram. Der ist doch gut foliert, aber hat er nicht gehalten halt. Ich war aber auch noch nicht gedacht, dass der irgendwann mal so viel Vollgas sieht und für Regen, denke ich mal. Das war ja einfach nur der Gag-Folierung, ne? Das war hart, Alter. Das war. Ich habe schon repariert den Scheibenwischer. Den habe ich repariert tatsächlich mit hier Tüdeldraht unten drin. Ne, das Tüdeldraht drin. Und ich habe das mit Draht verbunden. Alles hält jetzt wieder richtig gut. Das ist besser als vorher. Der hat keinen Sprachcomputer, nein. Das hat nur der andere. Der andere, der Peugeot, hat das halt. Und hier, Peugeot wäre auch so ein bisschen edler, die edlere Marke in Frankreich außer Renault. Ne? Renault wäre ja erst günstigere. Die alte Batterie vom LKW, die ist schon im Gurkenträger drin. Aber der Gurkenträger hat aber ein exzellentes Teil, was fehlt. Deswegen läuft er nicht mehr. Der Anlasser, weil der ist nämlich im Arsch. Jetzt geht nicht um die Originalwischer. Das geht, das ist ja, du kriegst, erstmal kriegst du die Wischer schlecht. Das ist ja hier drin, dieser Mechanismus, der sitzt hier hinter und da ist das Ding auseinandergeflogen. Aber ich habe das reparieren können, das war 100 Jahre altes Gummi, Mann. Die Karre ist halt 1560,3 Jahre alt, willst du erwarten? Ich habe da 4000 Kilometer innerhalb von 2 Wochen drauf gefahren auf das Ding. Was meint ihr da? Ich bin noch ein Notüdelkram mit gehabt. Das Ding hat vorher 21 Jahre gestanden. Weißt du, was ich meine? Die Fahrt von Michi zusammen in der Halle mit dem Ding? Keine Ahnung, die war halt überlebend. Der Wagen fährt, glaube ich, 227, glaube ich, Fahrzeugschein. Gefahren bin ich maximal 200 mit dem Ding. Also an die 200. Ich wollte den nicht Vollgas ballern, das ist ein bisschen scheiße. 180 hat auch gereicht. Aber relativ sparsam. Der hat sich um die 10 Liter hat er sich reingezogen auf 100 Kilometer. Ist okay. Laut Bohrcomputer. Ich schätze mal, ich hatte 12. Aber das kann man auch machen. Nichts gegen die Hello Kitty-Tasche, die ist in Ordnung. Die ist von Mama. Von Mama, von meiner Frau. Aber guck mal, habt ihr schon mal. Mal zum Thema. Mal zum Thema jetzt. Warte mal genau hin. Wir sind 2 Keilriemen im Arsch. Die müssen jetzt neu. Die habe ich neu bestellt. Die kommen morgen. Klingt schon ein bisschen mitgenommen, der Bock. Klapper, 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 klapper. Nein, das war der Klapper, das ist beim Riementrieb ist das was. Nichts Schlimmes. Deswegen habe ich die Teile schon bestellt, die habe ich auch neu gekriegt. Deswegen steht da eine Bühne rum, weil ich will ihn noch fertig machen, ne?
Das Fahrrad müssen wir wegdenken. Das ist morgen weg. Ne? Das ist nämlich der Riementrieb. Der hängt am Riementrieb dran. Das ist das Geräusch. Ich habe nämlich tatsächlich nicht die Keilriemen neu gemacht. Ich habe mir die angeguckt bei dem Auto. Also im hier, also wo ich in der Halle war damit hier, habe ich mir angeguckt, die porös sind. Die waren nicht porös. Die hier, die waren okay so. Die habe ich nicht neu gemacht. Ich Idiot. Weißt du, so. Ja, Kupplung ist halt nicht. Das klingt genauso, wenn ich Kupplung trete. Ne, dann werde ich ja der Spannung, dann wäre es ja weg. Also, wie soll ich erzählen? Das ist der Lifestyle. Kupplung war gut auf dem Trip. Obwohl ich nicht glaube, dass die hundertprozentig in Ordnung ist. Weil, wenn du nämlich in den Kupplungskorb unten reinguckst, liegt ja deine Mutter drin. Also wirklich jetzt, da liegt eine Mutter drin. Echt jetzt. Die kann man ja so drin liegen sehen. Also ist da auf jeden Fall eine Gurke drin, aber keine große. Die Mutter ignorieren wir einfach mal, ne? Ja, wenn ich die Kabelbinder da jetzt wegmache, Alter, dann fällt der scheiß Schlauch da auseinander. Das ist doch Mist. Genau. Kann auch sein, dass die Motorraum rundklappe da drin. Aber es ist morgen noch die Baustelle. Will ich morgen nochmal beigehen. Müssen wir das mal angucken mit Gordon zusammen. Für die Kiste, wenn ich die jetzt ins Museum stelle und abmelde, auf eine 7er schmeiße, werde ich den Wagen hundertprozentig fahrbereit wegstellen. Weil ich habe ihn jetzt auch hundertprozentig fahrbereit gefahren. Ich habe schon alles beseitigt. Ich hatte auch einen ziemlich großen Ölverlust bis hinten zum Tank. Da war ich aber daran schuld. Aber der Wagen nicht dran schuld, das war ich. Also, ich habe viel erlebt mit dem Ding. Viele Sachen. Und ich habe doch erstaunlich viel dran rumgetüdelt. Aber eigentlich habe ich nie was repariert so richtig. Deshalb, das war das Thema. Der sah aus, Alter, auch von innen. Komplett vollgemüllt von der Family. Alter Schwede, bei mir willst du auch kein Oldtimer sein. Der sah echt aus. Kinder sitzen hinten drin, überall irgendwelche Scheiße, Krümel. Alles komplett voll. Wie unser Familienausflug macht so. Ich finde den auch cool. Den normalen Renault 21 finde ich ein bisschen langweilig von der Optik. Den Grill vorne und so. Ich finde den aber total geil gemacht. Der Heckspoiler, den sie in der Klappe eingelassen haben. So. Ist total schick gemacht. Total schickes Auto. Ich gebe nicht so viele Informationen raus über den Roadtrip. Ich muss auch irgendwie auch jemand haben, die Videos zu gucken. Ihr seht ihr hier, da zack. Sonst ein Leist muss ich wieder ankleben, die sind auch abgefallen. Aber sonst, so hat er sich jetzt gemacht, der Bock, ne? Aber war schon ganz schön eng, die Family da reinzukriegen. Aber ging. Ich habe ihn schon wieder sauber gemacht, ne? Also es ist nicht wieder, dass ich ihn dreckig gemacht habe. Nee, Hanna war nicht da, wo ich geklebt habe. Ihr Kofferraum ist auch der ganze Scheiß. Da war mein Werkzeug drin in der Kiste. Musste ein bisschen Platz sparen, weißt du, damit der ganze Kram wegkommt. Ja, und wie gesagt, hier, das mit dem Lack halt. Also wenn das Ding auch mal irgendwie mal einer, wenn einer von euch mal dieses Auto von mir kaufen sollte, als Beispiel jetzt, ne? Das ist nicht so, dass ich es immer hier verkaufen will. Aber nur so, das Auto, Marco hat es foliert. Und lass diese scheiß Folie da drauf. Die Folie ist wichtig, weil der Lack da unter, ich hätte nie ein Haar gekriegt, wenn die Folie nicht drauf gewesen wäre. Weil, wenn ihr genau guckt, seht ihr so ein bisschen so Mikrokratzer hier. Komplett. Das ist so ein bisschen Klarlackanlösungen. Oder Sprühdosen-Klarlack, der hier drauf ist. Seht ihr hier so ein paar Punkte. Wenn ihr genau guckt, seht ihr das? Das sieht man aber nicht, wenn es regnet. Das ist der Vorteil. Da so ein bisschen, hier so ein bisschen angelaufen. Ne? Also, das war schon die richtige Idee, das Ding so zu verlieren. Das war ganz gut. Weil lackmäßig ist der nicht der Hammer. Wo sind die Dinger bei mir ja allgemein nie? Das ist ein Stab, ne? Aber nur als Beispiel. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich weiß, es kann sein, dass ich ihn wirklich verkaufen muss. Kann wirklich sein. Es geht darum, die Bracho-Geschichte. Ich wollte eigentlich den lilanen VR6 Golf verkaufen. Aber der hat scheinbar jetzt einen richtigen Getriebeschaden. Laut Peter. Wenn man die Folie runter macht, ist der Lack nicht mehr schön. Nein, das würde ich nicht machen. Das wäre Quatsch. Ne? Deswegen ist das ganz grob gesagt. Wo man auch ganz gut sehen kann, die schlimmste Stelle am Lack ist, da wir auch ein bisschen diskutieren müssen. Wegen der Haargeschichte. Das ging aber. Ne? Hier die Kante hier. Die sind wir so ein bisschen hier. Guck. Ja, Michi geht klar. Aber du magst ihn doch eigentlich nicht. Du warst doch eigentlich in der Peugeot-Freund. Der lilane VR steht da mit 9 TÜV, Haarzulassung und 9 Getriebe zum Verkauf.
Also ich würde ihn dann fertig machen. Aber dann spätestens ist der auch, sag ich mal, nicht mehr in der Gurkenwelt so. Ne? Wie gesagt, doch ist okay, Andi. Wie gesagt, das ist, er ist ein guter Draht. Klar, ich kenne die ganzen Leute alle. Ne? Die kennen mich auch. Und ne? Das ist jetzt nicht so, dass der, ne? Na ja, okay, ist ein Argument, Michi, stimmt. Doktor, Alter, 2 Mark, danke dir. Aber wie gesagt, ich bin mit dem Auto noch so ein bisschen, also ich werde es auf jeden Fall erstmal auf den 7er schmeißen. Das macht nämlich keinen Sinn, da jetzt fahre ich mit da eh nicht, ne? Sonst gut, ja, also eigentlich ist der, ja, ich weiß auch nicht, der Lila hat aber auch seine Vorteile, der Silberne auch, also schwer bei den VR-Geschichten, ne? Aber wie gesagt, ich muss halt irgendwie gucken, dass ich mir das irgendwie voneinander kriege, dass ich mit dem Trabi losfahren kann nach Afrika. Wisst ihr, was ich meine? Ich will die Dummer ja auch machen. Ich will ja nicht immer jahrelang euch irgendwelche Scheiße vorlabern und das dann nicht machen. Das ist nicht mein Style. Ich will auch irgendwann mal Taten sprechen lassen. Weißt du? Das ist das Ding. Was niemand verkaufen würde? Die Frage ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Autos, die ich niemals verkaufen würde. Schwer, Alter. Das würde ich niemals verkaufen. Aber das ist so ein bisschen so mein Anfang, so, ne? Dann. Der Roadrunner da hinten. Das ist auch so mein Baby. Echt jetzt? Den feiere ich komplett. Den Robo, den feiere ich. Das ist auch so ein Auto, weil ich. Also ganz, ganz schwer verkaufe. Also muss mich einer wirklich bestechen mit. Die Witwe, die gehört zu mir. Den Camaro, sonst habe ich morgen die Scheidung. Der 6er BMW wäre auch sehr, sehr, sehr schwer. Auch sehr, auch eher schon unmöglich. Ja, das hier alles, was so steht. Kackburg eventuell auch. Weiß ich, schwer, aber habe ich ja auch 2 von. Ne? Da hinten den Manta definitiv nicht. Der wird bei mir bleiben. Nee, auch nicht für 10 Scheine für die Gurke. Alter, Tommy, in meiner Welt sind 10 Scheine innerhalb von 4 Wochen so weg. Das rettet mich auch nicht über die Welt, Mann. Ja, und die, mein VW-Kübel, naja, vielleicht. Weißt du? Mein Trabi-Kübel definitiv nicht. Und mein 944er Porsche nicht. Den würde ich auch nur behalten. Sonst tatsächlich ist alles irgendwie verkäuflich, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, nee. Also wenn ihr mich jetzt so fragen würdet, in eine E-Mail schreiben würdet, hallo Max, ich möchte gerne das und das Auto kaufen, was willst du dafür haben, gibt es keine Antwort. So sind die ungefähr alle, also ziemlich alle, die hier stehen. K30 auch nicht, hinter recht. K30 ist auch für mit drin. Ja, so ist es ungefähr. Also so von denen. Der Gurkenträger, der gehört ja auch dazu. Na komm, die kann man ja nicht mal rechnen. Gibt's da einen Kasten Bier oder was? So vom Ding her so. Das ist wie mit einer festen Kisten so. Alles andere so, sag ich mal. Also wenn mir jetzt einer, ich habe das ganz oft jetzt. Ich habe das übrigens sehr, sehr oft. Dann schreiben mich, Strich 8 zum Beispiel, ist so eins der Hauptautos, die ich halt geschickt kriege. Also ehrlich jetzt so. So, der Strich 8 führt 3 Kaufanfragen im Netz. Ohne irgendwelche Scheiße zu erzählen, das ist wirklich so. Und das ist schon ein Problem. Aber den verkaufe ich nicht. Ne, will ich auch nicht verkaufen. Dann schreiben mir halt welche: Hallo Max, was willst du denn für den und den haben? Ich sage: Ja, ein Schweinegeld. Schreibe ich dann so zurück. Oder meistens antworte ich dann gar nicht drauf. Und dann hier, dann kommt mir das eh zu viel. Ne? So vom Ding. Will ich ja auch gar nicht, tatsächlich. Will auch gar nicht. Also verkaufen würde ich eigentlich nur, wenn ich muss. Außer natürlich, ich habe irgendwas anderes, was cool ist in Aussicht. Da würde ich eventuell was verkaufen. Also das so die Sammlung so, ne? Also die ist halt, wenn du so sammelst, so ist es halt so, dass du ja dann halt was Neues sammeln möchtest. Mittlerweile ist übrigens die Bagger-Geschichte wieder aktuell. Und eventuell könntest du dem Bagger noch ein LKW dazukommen. Das könnte sein, dass ich bald doch mal ein bisschen dringend schneller Geld brauche. Aber wer weiß. Der Senator, der Rudolf Hocko, naja, wie soll ich das sagen? Der Senator, erstmal wird mir da keiner ernstzunehmendes Geld für geben. Also ist er eigentlich schon raus aus der Rechnung. Und der Rudolf Hocko, gut, wenn der einer was verbietet, kann es sein, dass der weggehen würde. So, ne? Klar, ne? Also, wie gesagt.
Aber wir reden hier wirklich von irgendwelchen, man muss Max bestechen Sachen. Und niemand wird bestechen, dann kaufst du einfach einen letzten besseren. Weißt du? Ich gebe Marokko auf, dann hast du Geld für Bagger und den LKW. Ich will Marokko nicht aufschieben. Ich will das machen. Wisst ihr? Ist echt so. Das ist, ich will das ja. Ich will das ja nicht aufschieben. Also die Person von uns jetzt hier, ne? Also von uns jetzt, von uns allen hier, weißt du? Von uns jetzt allen. Wir sind jetzt gerade 973 Leute und haben nur 780 Daumen. Wenn er hat. Die Person, die am meisten weg will, also den Roadtrip fahren will und das erledigen will, das machen möchte, bin ich. Ich habe mir das doch ausgedacht. Ich will auch dahin fahren. Ich nehme euch natürlich mit auf mein Abenteuer. Aber ihr werdet bei mir niemals erleben, dass ich irgendwas mache, nur für Content. Ich werde mir niemals ein Auto kaufen, zum Beispiel, was ich selber scheiße finde, nur weil ich weiß, dass es gut klickt. Will ich niemals machen. Alles, was hier steht, steht hier, weil ich es geil finde. Und das steht hier nicht, weil das Klicks macht. Sonst will ich sowas wie den Renault 21 nicht anfassen. Oder ich sag mal so Mopar-Geschichten, also USA, guckt sich auch keine Sache in Deutschland an. Da würde ich den ganzen Tag irgendwelche C-Kadett schrauben oder Golf 1. Ne, der Schiavo ging ja auch ziemlich gut, ne, aber den habe ich auch, weil ich ihn geil fand. So, ne? Halt so richtige Standardautos. Oder schön CF500, weißt du? Weißt du, das ist das Ding so. Das ist so, ne, also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, hier, wir machen das jetzt hier nur für diesen ganzen Laden hier, ne? Den es jetzt so gibt, wie es ihn gibt. Den würde es jetzt rein theoretisch auch existieren, wenn es kein YouTube geben würde. Also, wenn ich jetzt... Wir reden mal weiter, okay? Pass auf. Wir ändern mal eben das Gespräch. Warte, ich will meine Lampe rausnehmen, auf den Sack. Wir gehen davon aus, ich will den Teufel nicht in der Wand malen, aber YouTube bezahlt ab morgen kein Pfennig Geld mehr an mich. Kein Pfennig Geld mehr und der Kanal ist ab jetzt gesperrt. So vom Ding so, ne? Oder der Kanal wäre weg oder irgendwas in der Art. Nur als Beispiel, ne? So, ne? Gehen wir jetzt mal von aus. Klick, scheiße, YouTube ist weg, es gibt diese Plattform nicht mehr. Was würde ich machen? Nur als realistisch, überlegt, was würde ich machen? Als Max jetzt. Weil ich lebe ja so ein Teil auch von YouTube. Ich muss mir ja irgendwas einfallen lassen, dass ich dann trotzdem weiter existieren kann. Weil ich kann jetzt schlecht wieder zurück auf den Bock gehen. Ne? Auf dem LKW oder was. Dafür habe ich das mit mich zu sagen, diese Scheiße gewöhnt. Ne? Was denkt ihr? Was würde ich machen? Noch Autohändler und dann. Ja. Guck mal reden. Andy, ist so. Du kannst dich darauf nicht verlassen. Ja, das Mikrofon ist halt kaputt von dem Ding. Genau, ich würde Sachen verkaufen. Genau, pass auf. Ich würde einfach so weitermachen wie bisher. Ja, ich würde weitermachen. Ich würde das Gleiche machen. Ihr könnt mich dann weiterhin genauso besuchen wie immer und ich bin dann hier einfach am Tüdeln. Natürlich müsste ich dann, wenn mir ja Einnahmen fehlen, verkleinern. Ich würde dann wahrscheinlich Autos verkaufen von mir selber, auch wenn mir das schwerfallen würde. Aber ich muss es ja dann tun. Das ist ja ein Luxus, den ich hier. Ist ja alles Luxus. Das ist alles Luxus. An sich brauche ich nur diesen scheiß kleinen roten Polo, der mir zu Hause steht, um mit einem fetten Arsch zur Arbeit zu fahren. Ne? So, eigentlich mehr brauche ich nicht. Ne? Und ich würde dann würde ich mich verkleinern, würde einfach die Nebenkosten anpassen, dass es für mich funktioniert. Und dann würde ich als Autohändler mit Gordon so weitermachen wie bisher. Klingt dumm, aber es ist so, ne? Nee, ja, Tiki-Toki und sie gibt es ja auch, ich weiß, Josef, aber das meine ich jetzt nicht. Ne? Halt, nur eben für euch, jetzt nur als Beispiel, was ich halt machen würde. Also ich würde das Gleiche jetzt mit euch machen, wie ich auch ohne euch machen würde. Wisst ihr, das ist ja das Ding so. Das ist halt, weißt du, ich verstell mich nicht. Ich will mich nicht verstellen. Weißt du, ich mache das, worauf ich Bock habe, so, ne?
Und nehme auch dazu mit. Natürlich mache ich auch Sachen, worauf nicht immer alle Bock haben. Brauchen wir nicht überreden. Manchmal sehe ich auch Videos so, die haben nicht so viele Klicks oder irgendwelche hier Sachen oder so. Aber dann ziehe ich das trotzdem durch. Ja, dann mache ich vielleicht weniger Videos davon, weil ich merke, okay, gut, kommt nicht so gut bei euch an. Dann mache ich halt von einer Sache weniger und von anderen wieder mehr. Ne? Aber so, ich mache halt das, weißt du, was ich ohnehin machen würde. Wisst ihr?